Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sedivalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr komplett unsichtbar werdet und auch keine Polizeisterne mehr bekommt. Und das Ganze ist verdammt einfach und geht solo. Zuallererst braucht ihr auf jeden Fall eine Basis. Wenn ihr in der Basis seid, dann geht ihr einfach nur zu dem PC hierher, okay? Drückt einmal Steuerkreuz nach rechts, geht jetzt auf Attentäterstufe 1 und wählt jetzt einfach einen x-beliebigen Spieler aus, irgendeinen random Spieler. So, bam, und bestätigt das Ganze. Habt ihr es bestätigt, dann geht ihr auf Ziel beobachten. So, ihr habt einen ganz kurzen schwarzen Bildschirm, jetzt beobachtet ihr diesen Spieler. Drückt jetzt eure Optionstaste, geht auf Online und geht jetzt einfach auf Mitgliedschaft bei GTA Plus. So, das könnt ihr jetzt wieder verlassen. Zurück, zurück, zurück. Okay? Ihr geht komplett zurück. Wenn alles geklappt hat, dann spawnt ihr jetzt vor dem PC. Okay? So, ihr spawnt vor dem PC und seht, dass ihr oben das Menü habt. Es ist alles ausgegraut, außer Ziel beobachten. Wenn ihr das habt, dann habt ihr schon mal alles richtig getan. Jetzt geht ihr einfach nur Richtung Ausgang. Okay? Einfach nur Richtung Ausgang. Laufen in der Basis, nicht rennen, weil sonst bestätigt ihr hier noch etwas. Und das ist nicht Sinn der Sache. Ihr müsst halt jetzt wirklich bis zum Ausgang laufen. So, ihr lauft halt dann zu dem gelben Kreis, sodass ihr dann auf Ziel beobachten seid. So, wir laufen jetzt mal zum gelben Kreis. Ziel beobachten. Und bam. Ups, gehen wir nochmal rein. So. Ziel beobachten. Drückt einmal X. Ihr werdet sehen, ihr beobachtet den Spieler gleich nochmal. So, ihr wartet, bis der schwarze Bildschirm weg ist. Jetzt drückt ihr einmal X zum Verlassen. So, jetzt habt ihr hier so einen verbuggten Screen. Das ist sehr gut, das wollen wir haben. Jetzt wartet ihr, bis ihr draußen spawnt, also außerhalb der Basis. Wenn ihr sterbt, okay, passiert. Ihr drückt halt die Optionstaste, geht auf PlayStation Store. Und jetzt joint ihr einfach nur einem Spieler im anderen Zielmodus. Okay? Also ich empfehle euch Anavac. Diesem Spieler einfach nur joinen. Wenn ihr nicht sterbt, dann begeht Selbstmord, okay? So, ihr joint einfach dem Anavac nach. So, dann werdet ihr eine Meldung bekommen und diese lehnt ihr mit Kreis ab. So, jetzt könnt ihr auch das Menü hier schließen. So, jetzt habt ihr hier so ein Screen. Jetzt geht einfach mit Steuerkreuz nach unten, wählt einen Story-Charakter aus, lehnt die Meldung auch mit Kreis ab und ihr habt jetzt einen kleinen Black-Screen. So, was ihr jetzt macht, ist einfach nur euer Handy öffnen, geht auf schneller Beitritt, geht auf irgendeinen Job, alleine und startet das Ganze. Der Job ist nicht verfügbar, okay, und schon seid ihr unsichtbar. Ne? Also ganz easy. Ihr könnt auch jetzt ganz easy mit dem Motorrad fahren. Gut, ich habe jetzt einen Stern, aber keine Polizei da. Wenn ihr keinen Stern habt, dann kriegt ihr auch keine Sterne mehr. Wie gesagt, ich habe halt jetzt einen Stern bekommen, leider. Aber da passiert nichts, ihr könnt es ja selber sehen. Also läuft eigentlich alles so, wie es sein soll. Dann würde ich an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu seid, gerne auch ein Abo. Dann sage ich, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.